Die nächste Frage, jetzt muss ich wieder den Zwicker anlegen, das ist so klein geschrieben. Und zwar geht es bei dieser Frage um schlafen Fische nachts. Also schlafen die Fische eigentlich. Recherchiert wieder und die Fische haben eben keine Augenlider. Sie schlafen also mit offenen Augen, weil sie können sie ja nicht zumachen. Und sie schlafen tatsächlich und Schlafzyklen. Es gibt Fische, die schlafen am Tag, von der gleichen Sorte Fisch in der Nacht. Und jetzt ist es so, habe ich mal geschaut, warum schlafen ein Teil am Tag und ein Teil an der Nacht. Und wie schlafen die? Die sind einfach so dort, oder? Auf diese Art und Weise können sie sich die Futtersuche ein bisschen teilen. Das heisst, die Älteren schlafen zur Nacht und gehen am Tag auf die Futtersuche und die Jüngeren schlafen am Tag, weil sie zur Nacht auch noch besser sehen. Auf diese Weise kommen sich Junge und Ältere nicht in die Quere bei der Nahrungssuche. Also das System, dass sich die Alten und die Jungen nicht in die Quere kommen bei der Nahrungssuche, finde ich nicht einmal schlecht, oder? Weil, ja, da hat doch etwas Gutes dran.